Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage im All-Inclusive-Paket von OE24 Solar. Mit Gratislieferung und Montage. Sie haben ein Haus? Wir installieren Ihnen Ihre Photovoltaikanlage zum garantierten Fixpreis. Schnell, günstig und unkompliziert. Gleich bestellen unter www.oe24solar.at. Jetzt neu auf OE24 TV. Das Wahlduell. Die wichtigsten Kandidaten der Nationalratswahl 2024 im großen Duell. Migration, Sicherheit, Wirtschaft, Gesundheit. Die Wahlthemen im Check. Die wichtigsten Kandidaten im großen Wahlduell. Jetzt täglich auf OE24 TV. Heute mit Christian Hafenecker und Jörg Leichtfried. Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin. Schönen guten Abend zu unserem heutigen Wahlduell. Und heute heißt es Rot gegen Blau, Blau gegen Rot. Konkret der ehemalige SPÖ-Minister und jetzt SPÖ-Kandidat Jörg Leichtfried. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Und andererseits FPÖ-Generalsekretär und vielleicht ja zukünftiger Minister Christian Hafenegger. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Rot gegen Blau, da heißt es ja immer, es trennen euch Welten, während andere sagen, eigentlich gäbe es zwischen SPÖ und FPÖ in der Sozialpolitik viele Gemeinsamkeiten. Sehen Sie das auch so? Ich sehe das gar nicht so, ganz ehrlich gesagt, weil wenn man die konkrete Politik der FPÖ anschaut, wenn sie in Regierungsbeteiligung ist, ist das bar jeder Übereinstimmung. Ich darf erinnern, letztes Mal bei Schwarz-Blau Einführung 12-Stunden-Tag, Einführung 60-Stunden-Woche, Zerschlagen der Krankenkassen, Versprechen von der Krankenkassenmilliarde, wo die Frau Hartinger-Klein nachher gesagt hat, na, war ja alles nur ein Schmäh. Und wenn wir zurückgehen, Einführung der Rezeptgebühr beispielsweise. Nicht? Also das sind alles Dinge, die die FPÖ wirklich getan hat. Und wenn man das Wirtschaftsprogramm jetzt der FPÖ anschaut, ich meine, das ist ja der Heiratsantrag an die ÖVP, muss man ganz offen sagen. Da fehlt vielleicht ein Beistrich, aber sonst ist es ziemlich gleich. Aber zum Wirtschaftsprogramm kommen wir noch. Bleiben wir noch bei der Sozialpolitik. Und das hängt natürlich unmittelbar zusammen. Nicht? Und wenn ein ehemaliger ÖVP-Mitarbeiter meint, wir arbeiten für die Hure der Reichen, dann bietet sich die FPÖ jetzt genau an diese Partei an mit dieser Art von Politik. Und das ist natürlich komplett anders wie wir. Bei uns steht der Mensch, der in der Früh hart aufsteht und hart arbeitet, im Mittelpunkt. Beim Programm der FPÖ und beim tatsächlichen Handeln der FPÖ sind es die großen Konzerne, sind es die Superreichen in Wahrheit. Und das ist ein massiver Unterschied. Also wenn man Sozialpolitik anschaut, gibt es überhaupt nichts, was uns da wirklich vereinen würde oder wo wir uns ähnlich wären. Es hat irgendjemand gesagt, das würde ich so nicht formulieren, aber das Einzige, was die FPÖ für einen kleinen Mann macht, ist Politik für einen Kiekel. Und das ist es eigentlich. Und damit hat es sich, also da gibt es keine Gemeinsamkeit. Mhm. Herr Hafenegger, ich nehme mal an, Sie sehen das anders, aber gleichzeitig hat es ja früher immer geheißen, die FPÖ versteht sich als neue Partei der Arbeiter, sei die bessere Sozialdemokratie. Aber hat das nicht einiges für sich, dass Sie all diese Sachen tatsächlich beschlossen hatten, als Sie in einer Regierung waren? Nein, überhaupt nicht. Schauen Sie, man merkt ja, dass die SPÖ jetzt ganz massiv nach links driftet und kommunistische Grundansätze zeigt, die wir natürlich nicht teilen. Aber was der Kollege Leichtfried vergessen hat, dazu zu sagen, ist, dass eigentlich die erste Initiative, wo es um einen Mietpreisdeckel gegangen ist, von der FPÖ ausgegangen ist. Wir haben also gesehen, wie die Menschen in unserem Land durch diese Bundesregierung letztes Jahr regelrecht ausgemolken worden sind, die einfach nicht mehr wissen, wie sie das tägliche Leben finanzieren sollen. Und da gibt es natürlich Ansätze, und da steht auch groß und deutlich in unserem Parteiprogramm drinnen, das hat vielleicht der Kollege Leichtfried noch nicht gelesen, dass es selbstverständlich unbedingt zu einer Entlastung der Bürger in vielen Bereichen kommt. Ich glaube noch nicht, dass das mit den Mitteln funktioniert, die der Herr Leichtfried mit seinen Freunden propagiert, mit der Reichensteuer, wo man sich dann nämlich dann tatsächlich den Schwellenwert einmal anschauen muss, wo im Prinzip jeder Landwirt drinnen ist, jeder, der eine kleine Firma hat und so weiter und so fort. Das ist mal das eine. Erbschaftssteuer, das Gleiche. Ich glaube, es braucht ganz andere Maßnahmen. Und was uns von der SPÖ unterscheidet in diesem Zusammenhang ist, dass wir selbstverständlich auch den Sozialstaat weiter ausbauen wollen. Der Unterschied ist nur der,
die SPÖ und gerade Wien zeigt sie hervor, baut den Sozialstaat für ausländische Bürger aus und wir wollen für unsere österreichischen Bürger natürlich die Sozialleistungen verfügbar machen und verfügbar halten. Das ist der maßgebliche Unterschied. Und wenn der Kollege Leichtfried über den kleinen Mann spricht, dann möchte ich da vielleicht schon ein paar Dinge ins rechte Licht rücken. Ja. Schauen wir uns einmal durch, was die Gewerkschaftsponsen der SPÖ über Jahrzehnte... Frauen. Beide richten sich offenbar nur an kleine Männer. Aber schauen wir uns einmal durch, was die Gewerkschaftsponsen der SPÖ alle so einstreifen. Der Herr Katzian mit seinen 200.000 Euro, dann spielen sie den Vertreter des kleinen Mannes und der kleinen Frau in Tirol. Da haben sie einen Landeshauptmann-Stellvertreter, der mit dem Porsche am Flughafen fährt und dort die Jagdwaffe drinnen vergisst. Der Herr Babler ist Jäger, kann im Fernsehen nicht einmal erklären, ja, was er eigentlich genau geschossen hat. Schon alleine das nimmt ihm ja die Befähigung für den Bundeskanzler weg und vieles mehr. Erinnern wir uns an den Herrn Trotzer, das war ja Ministerkollege, der hat gleich die Bilder mitgenommen aus seinem Büro, ja, auch in seinem Porsche verladen. Also wollen Sie wirklich sagen, dass Sie die Partei des kleinen Mannes sind, dann geben Sie noch eins oben drüber. Sie haben eine Abgeordnete sitzen, die ist auch Mitglied Ihrer Schrebergartenpartei Österreichs, die hat nicht zurücktreten müssen, obwohl sie sich da ganz offensichtlich günstig da einen Schrebergarten irgendwie unter den Nagel gerissen hat, der dann umgewidmet worden ist. Die ist heute noch immer im Amt, die kandidiert bei Ihnen in Wien wieder an einer sehr, sehr guten Stelle. Also da möchte ich schon mal wissen, was Sie mit den kleinen Leuten also gemeinsam haben. Also wenn Sie es wissen wollen, ich glaube, der Erste, der mit dem Porsche auffällig worden ist, war der Jörg Haider, nur um das einmal historisch zu zitieren. Und was Sie gegen Jäger haben, weiß ich nicht. Ich habe nichts gegen Jäger. Das ist eine sehr, sehr, sehr ehrbare Tätigkeit. Man soll die Jagdwaffe nicht im offenen Auto liegen lassen. Ich habe Sie ausreden lassen, ja. Dafür bitten, dass Sie mich auch ausreden lassen. Und der Jäger sollte wissen, was er schießt. Ausreden das weiß der Herr Babler. Ausreden ist Ausreden. Ja, gut. Ja, und kommen wir zurück zum Thema Sozialpolitik. Ich meine, Sie haben gesagt, die SPÖ wäre links. Also was ist jetzt super links dran, wenn man sagt, jeder soll schnell einen Arzttermin kriegen? Was ist super links dran, wenn man sagt... Er hat sogar kommunistisch gesagt. Also was ist dann kommunistisch dran, wenn man... Jetzt haben sie kommunistisch gesagt. Wenn man schnell einen Arzttermin haben will, was ist schlecht dran, wenn man die Teuerung bekämpfen will, was ist schlecht dran, wenn man ein funktionierendes Gesundheitssystem haben will. Also ich würde diese Kategorien, die Sie da aufzählen, nicht wirklich ernst nehmen, weil das, was wir wollen, ist gute Politik für die meisten Menschen. Und ich komme aber noch einmal zurück zu Ihnen und auch zum Herrn Kickl. Und da geht es auch um die generelle Ausrichtung natürlich. Und ich weiß nicht, ob der Herr Kickl von Wirtschaftspolitik viel versteht. Kommt ein bisschen vor, ähnlich wie der Marco Bogo bei manchen Sachen, die Frisur ist halt ein bisschen anders. Und da muss man halt schauen, von der Kompetenz her. Nicht? Und da muss man halt schauen, wer ist dahinter? Und ich weiß nicht, ob Sie die Frau Kolm kennen, das ist der neue wirtschaftspolitische Superstar der FPÖ, wenn man das so nennen kann. Und was will die? Und ich habe mir das angeschaut, was sie so in den letzten Wochen gesagt hat. Und die ist Nummer 6 auf der Liste, glaube ich, bei der FPÖ. Also wird maßgeblich für die zukünftige Politik bestimmend sein. Gegen ein öffentliches Pensionssystem, gegen Konsumentenschutz, gegen ein öffentliches Schulsystem, gegen Finanzmarktregulierung, für Steueroasen. Das ist das wirtschaftspolitische Gesicht der FPÖ. Das ist das wahre Gesicht dahinter. Da ist nichts sozial. Das ist in Wahrheit neoliberal. Und dann kommt noch dazu, dass sie das Regime Pinochet für wirtschaftspolitisch sehr, sehr versiert gehalten hat, sie auch einmal gesagt. Was sagen Sie dazu, Herr Hafenecker? Sind Sie jetzt auch für einen Pinochet auf einmal und für den seine Wirtschaftspolitik, die ja neben den ganzen grausamen Verbrechen, was dieses Regime verübt hat, auch eine wirtschaftspolitische Katastrophe war? Okay, also wie gesagt, das ist kein Vorwurf, das sagt die. Also noch einmal, das ist in Wahrheit der Heiratsantrag an die ÖVP. Das ist schon fast noch ein bisschen radikaler wie die ÖVP. Das kommt ja zum zweiten Mal schon, dass die FPÖ sich anbiedern würde an die ÖVP. Jetzt dieses der Heiratsantrag an die ÖVP. Versuchen Sie quasi die in dem Fall, keine Ahnung, schwarz-türkise Braut unbedingt in die Kirche zu kriegen? Nein, überhaupt nicht. Aber ich sage Ihnen dann gleich, wie die SPÖ das gerade gemacht hat. Aber vielleicht noch ein Wort, weil Sie da jetzt wirklich mit einem Untergriff kommen mit dem Pinochet-Regime. Ja. Also natürlich kann das keiner gutheißen. Aber wissen Sie, was mir bei der SPÖ stört?
Ich meine, der Herr Babler ist bekennender Marxist. Und wissen Sie, was der Marxismus für Schaden und für Leid über die Menschen gebracht hat? Dass man überhaupt jetzt noch so eine Büste im Büro stehen hat und damit hausieren geht, halte ich für wirklich problematisch. Und wissen Sie, dieses Bekenntnis stimmt ja nicht. Die Ausrichtung des Sozialismus, die der Herr Babler mittlerweile vertritt, das waren die, die irgendwann mal eine Mauer durch Deutschland gezogen haben. Und die Leute dort haben so viel Freude mit dem Sozialismus gehabt, dass sie sogar in Kauf genommen haben, an der Grenze erschossen zu werden. Also würde man echt überlegen, wo ich mit diesen Systemen kokettiere, also, wie es der Herr Babler tut. Aber das ist einfach Unfug. Der Herr Babler ist ein astreiner Sozialdemokrat und mit diesen Dingen, die ich versucht habe, jetzt Ihnen näher zu bringen, nämlich gutes Gesundheitssystem, gutes Pflegesystem gegen die Teuerung und so weiter und so fort, ist das, glaube ich, also die Form des Sozialismus, die der Herr Babler vertritt, die hat viel Leid über die Menschheit gebracht und deswegen würde ich mit solchen Vergleichen vorsichtig sein. Und was Ihre Wirtschaftskompetenz betrifft, Herr Leichtfried, wissen Sie, auch da wieder, da haben Sie ja wirklich eine regelrechte Spur der Verwüstung durch die ganze Republik gezogen, was Wirtschaft betrifft. Ja? Wir können beim AKH beginnen. Ja? Wir können uns die BAWAG anschauen, die Sie mit Ihren Genossen zugrunde gerichtet haben. Sie haben sogar den Streikfonds ausgeräumt, ja? Haben das Geld der Arbeitnehmer, das eigentlich für Streiks reserviert gewesen wäre, das haben Sie in irgendeiner Art und Weise verprasst und verspekuliert. Der Konsum ist von Ihnen zugrunde gerichtet worden. Aber jetzt sind wir in den 80er Jahren. Die Kommunal- nein, nicht in den 80er Jahren. Ich könnte genauso sagen, die der Jörg Haider hat die Föst als museumsreif erklärt und schauen Sie, was für erfolgreicher Konzern die Föst jetzt ist. Also vielleicht bleiben wir in der Gegenwart Kommunalkredit, und vielleicht erklären Sie mir, was das soll, was die Frau Kolm da sagt. Das wäre interessant. Sind Sie für die Privatisierung des Pensionssystems? Sie ist es. Der steht ja nicht in unserem Programm drin, ich weiß nicht, wo Sie das her. Ja, aber die Privatisierung des Schulsystems, das treiben Sie voran in Ihrer Stadt Wien. Was ist gegen Finanzmarktregulierung? Jetzt haben Sie mich auch nicht ausreden lassen, Herr Kollege. Das ist jetzt richtig, Herr Hafenecker, und jetzt schweige ich und lasse Sie ausreden. Ja. Aber die Demontage des Schulsystems, die betreiben Sie, weil Sie ein Umfeld schaffen in Wien, wo wirklich muttersprachlich deutsche Kinder ja wirklich einen Wettbewerbsnachteil haben, einen Ausbildungsnachteil, weil ihre Politik, aus aller Herren Länderleiter nach Österreich zu holen, dazu führt, dass in den Schulen nichts mehr weitergeht und dass das Niveau immer weiter absinkt. Das ist doch ganz klar. Und wissen Sie gerade, wenn ich mir Ihre Vorgängerin oder die vorige Parteiobfrau anschaue, der Vorsitzende, die Frau Rendi Wagner, da ist doch alles in die Privatschule gegangen. Die meisten Wiener Parteibonzen schicken, vor allem von der SPÖ, schicken ihre Kinder in Privatschulen. Das heißt, sie trauen ihren eigenen Kindern das öffentliche Schulsystem gar nicht mehr zu. Es ist einfach teilweise Unfug, was Sie reden. Aber mich würde interessieren, was ist jetzt? Sie haben gerade gelobt zu schweigen, aber offensichtlich halten Sie nicht. Das Gelöbnis hat nicht lang gehalten bei dem, was Sie sagen. Muss ich mir einschränken. Aber ich ertrage gerne Ihre Rede. Aber, ich würde jetzt, er wird es nicht beantworten. Er hat schon erklärt, dass das schön. Nicht das Teil des Parteiprogramms ist. Steht definitiv ist, so nicht gesagt. Drinnen. Ja? Aber Sie haben eine wichtige Frage gehabt. Die wollte ich noch gerne beantworten. Sie müssen nur entfallen durch die Störungen. Die Frau Daniel hat jetzt aber nicht gestört, sondern ihre Arbeit als Moderatorin. Also ich habe mir gesagt, die Frau Daniel stört. Die Störungen waren auf Sie bezogen. Ach so. Ich komme auf die Frage zurück. Ich würde aber gern noch auf ein anderes Thema kommen, das Sie jetzt schon zweimal angesprochen haben, nämlich Wien und in dem Fall, was gemeint ist, nämlich mit Ausländern. Er hat einerseits gemeint, dass das der Herr Hafenecker, dass das die Sozialhilfen sich offenbar vor allem für Ausländer jetzt richten würden. Und das Zweite war der Vorwurf mit den Schulen auch Ausländer. Das ist halt dieses klassische Thema, das zwischen SPÖ und FPÖ seit Jahrzehnten für diese Polarisierung sorgt. Wo steht die SPÖ jetzt in diesen Fragen der Sozialhilfe und Zuwanderung? Ja, ich würde sagen, der maßgebliche Unterschied zwischen uns beiden ist in dieser Frage, dass wir uns Gedanken gemacht haben und eine Antwort haben, während die FPÖ sich keine Gedanken gemacht hat und eigentlich, wenn ich sagen, froh ist, dass es Probleme gibt, weil Probleme gibt es zweifelsohne, aber keinerlei Lösungsansätze für diese Probleme hat. Wir haben jetzt schon seit mehreren Jahren eine Antwort auf diese Fragen, die wir, wären wir wieder mal in politischer Bundesverantwortung, was wir jetzt ja seit 7 Jahren nicht mehr sind, das muss man jetzt auch mal
sagen, umsetzen würden. Und Migrationspolitik ist Bundespolitik einmal hauptsächlich, ist aber auch Europapolitik in Wahrheit. Also es ist eine verschränkte Art von Politikform, wo man natürlich in Regierungsverantwortung Dinge machen kann. Und wir haben gesagt, wir wollen, dass sich Sachen ändern. Wir wollen Verfahren an den europäischen Außengrenzen haben, dass wirklich nur mehr die kommen, die Anspruch haben auf Schutz. Und selbstverständlich, jeder, der auf Schutz und Hilfe Anspruch hat, dem muss auch geholfen werden. Aber es gibt auch viele, wo das dann nicht zutreffen wird. Wir haben auch gesagt, es muss die Europäische Union solidarisch mit dieser Situation umgehen. Wäre das so, würden Menschen, die nach Europa flüchten, in ganz Europa vernünftig untergebracht oder aufgeteilt werden, hätten wir viel, viel weniger Menschen, die bei uns wären. Dasselbe gilt für Deutschland so nebenbei noch. Und wer hat das immer desavouiert? Das sind immer die Rechten und Rechtsrechten in der Europäischen Union desavouiert. Wer winkt denn jeden durch, der nach Ungarn kommt? Das ist sei spitz, wenn man so sagen kann, der Herr Orban. Die desavouieren doch ständig den Versuch, da was Vernünftiges zu machen. Und dann kommt eins dazu. Das kann er, da kann er auch wenig dafür, in Wahrheit, der Herr Hafenecker. Aber wir haben jetzt seit, ich weiß nicht, 25 Jahren mit der Unterbrechung, die auch nicht sehr glorreich war, vom Herrn Kickl, 24 müssen Sie mir jetzt korrigieren, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, 24 Jahre ÖVP-Verantwortung für dieses Politikfeld. Im Bereich Inneres, teilweise im Bereich Justiz und im Bereich Außenpolitik ständig. Und das hängt ja zusammen. Und die haben genauso wenig einen Plan wie die FPÖ. Und okay. Da kann natürlich, da, wenn mich dann zu Wien zurückkommen sagen, und Wien ist halt die einzige echte Großstadt in Österreich, und da fokussieren sie dann natürlich auch die Probleme, die es gibt. Und deshalb werden sie die Grazer jetzt mögen dafür. Ja, Graz ist auch ein Also der steirische Abgeordnete, der Graz die Großstadt abspricht, ist stark. Na, Graz ist selbstverständlich auch eine Großstadt. Ich wehre mir immer dagegen, dass die Obersteiermark, dass die Obersteiermark als ländliches Gebiet dargestellt wird, wie die Frau Pelakovic das vor kurzem gemacht hat. Das ist natürlich urbane Gegend mit Industrie und das metallurgische Kompetenzzentrum Europas, um das auch mal zu sagen. Und auch da fokussieren sie natürlich Dinge. Aber der Ursprung ist natürlich in der bundespolitischen Verantwortung, in der bundespolitischen Zuständigkeit. Und es ist ein Bürgermeister nicht für Sicherheitspolitik verantwortlich. In Bruck hat es sowas gegeben, da hat es eine Stadtpolizei gegeben. Okay, Wien hat die Möglichkeit nicht. Ich muss kürzere Antworten bitten, weil das muss jetzt, da war jetzt der Vorwurf, der auch von anderen immer wieder kommt, dass die Freiheitlichen eigentlich die Lust am Problem haben, sehr gut sind im Aufzeigen des Problems, aber in Wirklichkeit keinerlei Interesse hätten, das Problem zu lösen. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Außerdem haben sie sich, glaube ich, verrechnet, weil sie haben, glaube ich, den Innenminister Schlögl vergessen, der, glaube ich, zu ihrer Fraktion dazukommt. Das war schon sehr lang her. Naja, aber ja. Mit den 25 Jahren geht es ja also nicht aus. Also, wir waren uns dann eh mit 24. Ja, genau. Aber ein bisschen punktuell konkreter bleiben. Aber wissen Sie, was ein Punkt ist? Und das finde ich so bemerkenswert an den Sozialdemokraten, dass sie in der Lage sind, Dinge, die sie offenkundig selbst verschuldet haben, dann gleich einmal zu verdrehen und den anderen umzuhängen. Ja? Ich kann mich nämlich nur erinnern, wer also im Katastrophen. Sie sagen jetzt, Kollege, die ÖVP bitte. Macht das super. Also wirklich nicht, oder? Kollege Leichtfried, bitte. Ich kann mich nur erinnern an Ihren Kollegen, den Herrn Stöger, das war Ihr Vorgänger als Verkehrsminister. Ja? Wissen Sie, was der gemacht hat im Katastrophenjahr 2015? Der hat Sonderzüge der ÖBB organisiert, dass alle Leute, die damals mit der Migrationskrise gekommen sind, hier nach Wien geführt worden sind. Das heißt also, das ist die Basis, der Grundstein für die ganzen Messerexperten, die wir heute da in Wien haben. Das haben Sie mitverursacht. Ja? Es ist auch die Frau Mikl-Jäitten am Bahnhof gestanden als Innenministerin und hat applaudiert und war froh, dass all diese Leute, wo wir jetzt nicht wissen, wie wir mit denen umgehen sollen, dass wir die da haben. Das haben Sie schon alles in herrlicher Eintracht gemacht. Und da sind sicher viele dafür verantwortlich, aber ganz bestimmt nicht die FPÖ. Und noch etwas. Wenn Sie sehen, sprechen von der europäischen Solidarität. Sie fahren einen Pro-Asyl-Kurs, ist in Ordnung. Ja. Das haben Sie jetzt vielleicht ein bisschen angepasst, weil halt einfach der öffentliche Druck auch da ist. Aber da sind Sie schon wieder hinten auch. Denn im Prinzip, wenn man das anschaut, was Ihr Parteikollege, der Herr Scholz, oder Ihre Schwesterpartei, die SPD in Deutschland gerade fordert, ja, dann widerspricht das schon wieder Ihrem Programm, das der Herr Babler da in irgendeiner Art und Weise entwickelt hat. Und jetzt frage ich mich, wie halten Sie denn das überhaupt noch aus, dass Sie gemeinsam mit der SPD in einer europäischen Fraktion sitzen, ja, die jetzt plötzlich so
so radikal ausländerfeindlich ist und alle abschieben möchte und sogar nach Österreich. Ja. Also man sieht schon, dass sich ihre Erzählung nicht hundertprozentig ausgeht und das möchte ich da mal festhalten. Und vielleicht, das ist mir noch eingefallen, wenn wir vorher über die Anbiederung an die ÖVP gesprochen haben. Wissen Sie, ich weiß nicht, in welchem Team in der SPÖ Sie gerade spielen, ob Sie im Babler-Team, im Dostkozil-Team oder im Buris-Team sind oder im Leichtfried-Team, ich weiß es nicht. Ja. Aber eines ist interessant und das gibt's das hat, diese Information hat mich nämlich schon erreicht. Wissen's, ich habe gehört, dass die Frau Buris 3 Tage bevor sie diesen Brief geschrieben hat, wo sie das Parteiprogramm vom Herrn Babler kritisiert, einen Termin beim Herrn Nehammer hatte. Und ich weiß, wie die ÖVP tickt und ich weiß, wie die ÖVP tut. Ja. Und die würde mich wundern, wenn es nicht so gewesen wäre, dass die Frau Buris einmal vorfühlen war wegen der Koalition nach der Wahl, wo man die Freiheitlichen ausschließen möchte. Das haben sie schon mehrfach postuliert. Ja. Und die ÖVP gesagt hat, naja gut, aber mit dem Babler, mit seiner Vermögenssteuer, mit der Erbschaftssteuer, die sie übrigens nie einführen könnten, das müssen sie auch mit der Wahrheit sagen, da brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit, weiß nicht, wo die herkommen soll. Ja. Aber mit dem Herrn Babler und seinem Programm, also da kommen wir nicht durch. Und diese Desavouierung des eigenen Parteiprogramms durch die Frau Buris war doch nichts anderes, weil es schon eine vertrauensbildende Maßnahme für die ÖVP auf eine kommende Koalition. Okay. Also reden Sie bitte nicht über das Anbiedern. Ihr werft euch wechselseitig vor, euch an die ÖVP anzubiedern. Den Punkt haben wir. Ich komme in eine Schlussrunde. Was würde sich fürs Land ändern, wenn die Sozialdemokratie wieder in einer Regierung wäre? Sie haben ja gesagt, 7 Jahre keine SPÖ mehr. Und warum halten Sie die FPÖ in einer Regierung für einen Fehler? Sie schließen ja eine Koalition mit der FPÖ immer schon aus. Also nur kurz zu den Vorwürfen. Mein Vorwurf der Anbiederung hat Substanz. Das sind eher Geschichteln. Zu Ihrer Frage jetzt, was wir anders tun würden, ist das relativ einfach gesagt. Wir würden ganz massiv die Teuerung bekämpfen. Da gibt es mehrere Maßnahmen, wie man das tun kann. Ein wesentlicher Faktor, das sind die hohen Mietsteigerungen. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren, glaube ich, 25% Mietsteigerung gehabt. Das gehört sofort gedeckelt. Es gehören staatliche Maßnahmen, gesetzliche Maßnahmen bei den Lebensmitteln ergriffen. Das geht natürlich. Man schaut, der Unterschied zwischen Deutschland und uns bei den Lebensmittelpreisen ist ein Wahnsinn. Und man muss die Energiepreise angehen und man muss diese riesigen Gewinne, die die Energieunternehmen da jetzt gemacht haben, natürlich massiv besteuern. Nicht nur so mit einem kleinen Steuerl, wie das jetzt passiert ist. Das Zweite ist, dafür sorgen, dass man schnell einen Arzttermin kriegt. Unsere Garantie, innerhalb von 2 Wochen Arzttermine. Da gibt es Systeme, die funktionieren, das sieht man in Nordeuropa, die einzuführen. Und dann gibt es noch einige, viele andere Dinge, wo insbesondere dazugehört, dass man der Industrie, der so wertvoll für uns jetzt hilft, durch diesen technologischen Wandel wiederzukommen. Das hat schon ein paar Mal funktioniert in Österreich, mit dem Ergebnis beispielsweise bei uns, ich sage es jetzt noch einmal, Obersteiermark Metallurgisches Kompetenzzentrum Europas geworden, nicht? Mit unglaublich viel Hightech-Exportbetrieben, die jetzt aber wieder politische Unterstützung brauchen und um in diese neue Form der Technologien, die jetzt kommen, hineinzukommen und wieder erfolgreich zu sein. Mhm. Was wieder heißt Arbeitsplätze. Und wenn ich zu Ihrem zweiten Teil Ihrer Frage kommen darf, warum die FPÖ nicht, ist eh schon ein bisschen erklärt, also sozial-wirtschaftspolitisch kannst gleich die ÖVP wählen, da brauchst du nicht zum Schmiedl gehen, gehst zum Schmied, wenn du für die Reichen stimmen willst bei der Wahl. Und dann kommt natürlich noch viel dazu. Ich möchte aber nur eines, weil Sie schon meinen, ich habe es lang geredet, eines noch ansprechen. Ich kann mir nie und nimmer vorstellen, dass es irgendjemanden in der Sozialdemokratie gibt, und ich ganz sicher nicht, der Volksabstimmungen über Menschenrechte machen möchte. Und wenn man dafür ist, über die Todesstrafe abzustimmen, ist man in Wahrheit kein Gegner der Todesstrafe mehr. Und das verbindet den Herrn Kickl mit dem Diktator in Weißrussland. Die zwei sind scheinbar dann die Letzten, die wirklich noch für die Todesstrafe unter Umständen sind. Okay, Herr Hafenegger, auch Sie können all dem replizieren, aber auch an Sie die Frage, was würde sich ändern, wenn die FPÖ tatsächlich in einer Regierung wäre? Wurscht jetzt, ob als Kanzlerpartei oder Juniorpartei? Und wäre Ihnen die SPÖ oder die ÖVP in einer Regierung lieber? Also um mit der letzten Frage zu beginnen, am liebsten ist uns die Partei, mit der wir die meisten freiheitlichen Inhalte durchbringen und mit der wir unser Versprechen einlösen können, nämlich einen einzigen wichtigen Koalitionspartner zu haben, ist die österreichische Bevölkerung, hat Herbert Kickl immer gesagt. Was Herbert Kickl nicht gesagt hat, ist, dass er für die Todesstrafe oder sonstiges, Sie wissen selber ganz genau, Herr
Kollege Leichtfried, dass das einfach eine Frage von einem Journalisten war, ja, interessanterweise sogar aus Ihrem Bundesland, von der kleinen Zeitung. Ja. Und ich stelle mir schon die Frage, wie kommt eigentlich ein Journalist, der bei einer Zeitung arbeitet, die von der Kirche, die Kirche gehört, ja, überhaupt dazu, so eine Frage zu stellen. Ja. Da müsste man ja dort, glaube ich, dienstrechtliche Konsequenzen. Die Frage gestellt. Ja, aber der Frank Stronach wollte sie einführen, ja, und der Herbert Kickl nicht. Der hat sich ganz klar dezidiert dagegen ausgesprochen. Und ich bitte da nicht bewusst mit Unschärfen zu arbeiten, sondern das auch festzuhalten. Halten, ja. Na, er hat ist einmal nur das, gesagt, ist einmal das eine, aber ich möchte mir jetzt nicht, nicht wissen, worüber wir ja. da überhaupt diskutieren. Er wurde von einem kleinen Zeitungsjournalist gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ja. auch ein Referendum aber jetzt, über die Todesstrafe zu das nicht prolongieren, weil es einfach, ein mieser Zug gewesen ist, was da genau insinuiert wird. Und Kollege Leichtfried weiß das ganz genau, weil er ist halt auch schon lang genug politischer Profi, dass er das halt jetzt in den Ring wirft. Gut, aber was würde sich bei uns ändern? Schauen Sie, also bei den Mieten finde ich interessant, dass die SPÖ jetzt draufgekommen sind, dass die hoch sind. Ja. Ich meine, wer ist der größte Vermieter in Wien? Das ist die SPÖ mit ihrem Bürgermeister Ludwig. Ja. Die SPÖ war es, die Gemeindegebühren in Wien in den letzten 2 Jahren 2-mal angehoben hat, aber ganz massiv. Und jetzt jammern sie darüber, dass die Leute zu wenig Geld zum Leben haben. Ja. Sie hätten es in der Hand, sie könnten eine Vorzeigestadt in Wien haben, die das alles billiger macht. Sie tun es nur nicht. Ja. Was die Ärzte betrifft, selbstverständlich ist das ein Bereich, der uns auch schon aufgefallen ist. Wir führen das aber darauf zurück, dass unser Gesundheits- und Sozialsystem in erster Linie durch die vielen neuen Migranten in Österreich massiv an die Wand gefahren wird und überlastet wird. Ja. Das sieht man auch wiederum in Wien. Die meisten Gangbetten gibt es wo? In Wien. Und wer liegt da drinnen? Nicht sicher keine Österreicher. Ne? Also das können Sie sich anschauen, fahren Sie vielleicht heute nach der Diskussion noch ins AKH und machen Sie einen Lokalaugenschein. Also ich kenne mich dort ganz gut aus. Ja. Was die Wirtschaft betrifft, und da geht es nicht um Anbietern, sondern wir haben eines bemerkt. Und wir wissen, dass da in diesem Land nicht Milch und Honig fließt, wie es die SPÖ glaubt, die dann wieder neue Schulden machen will. Mir reichen die verdoppelten Staatsschulden der letzten 5 Jahre grundsätzlich aus. Und da muss man mal schauen, dass man mit denen umgehen kann. Ja. Wir sagen aber, dass natürlich die Wirtschaft wieder Luft zum Atmen braucht. Wir brauchen keine CO2-Steuer, wir brauchen diesen Green Deal nicht, der nur Verwaltungsaufwand bedeutet. Wir brauchen auch keine 32-Stunden-Woche, Herr Leichtfried, bei voller Bezahlung. Das wird sich nicht ausgehen, ja. Das wird man nicht erwirtschaften können. Da geht es nicht darum, irgendwelche Reichen oder sonst wen zu schützen, sondern das ist einfach, da träumen Sie vor warmer Eisklo-Lutschka, wenn Sie glauben, dass man das in irgendeiner Art und Weise finanziell stemmen kann, weil wer soll dann noch die Steuern zahlen, die Sie dann ja auch gerne hätten, ja? Ihre reichen Steuern, die ihre Vermögensteuer. Also da muss man schauen, dass man die Wirtschaft nicht so gegen die Wand fährt, weil am Ende bedeutet Wirtschaft natürlich auch Arbeitsplätze. Und wenn es Arbeitsplätze gibt, dann gibt es genug Jobs eben und dann können sich die Leute auch wieder Dinge leisten. Ich bin dagegen, dass wir ein System aufbauen, wo die Leute sozusagen ihr Einkommen nur aus der Sozialhilfe beziehen und dann nur die Leute, die da alle zu uns kommen, ja, und damit der Konsum angekurbelt werden sollte, bin ich dagegen, sondern es soll mehr netto vom Brutto überbleiben. Da haben wir ganz klare Forderungen in unserem Programm drinnen stehen. Da kann man sehr viel umschichten im Budget. Wir haben da einen Ansatz von rund 15 Milliarden Euro, den man mit verschiedenen Maßnahmen umschichten kann. Ich brauche die CO2-Steuer nicht, habe ich schon gesagt. Ich brauche auch den Klimabonus nicht, der dann an Asylanten und Häfenbrüder geht. Ja, auch das ist aus unserer Sicht nicht erforderlich. Und da kann man schon noch ein bisschen was tun. Und vielleicht noch eines. Weil es immer heißt, wir haben keine Lösungsansätze. Aber gerade was die Migrationsfrage betrifft, oder wie wir es auch nennen, die Remigrationsfrage, da ist natürlich schon ein Punkt auch zu berücksichtigen. Schauen Sie sich bitte das Beispiel Schweden an. Die haben das Gegenteil von dem Roten Wien gemacht. Ja, die sind hergegangen und haben all diese Pull-Faktoren, die es gibt, ja, Sozialhilfe, jetzt seien Sie mir nicht böse, Herr Kollege Leichtfried, 4.600 Euro nach Ihrem Programm vom Herrn Babler dann 6.000 Euro plus. Ja. Also jeder, der einen Reisepass an die Grenze verbrennt und einer kommt, wird behandelt wie ein Sektionschef. Das kann ja so nicht sein, ja, finanziell zumindest. Also, aber nur kurz. Ja, aber nur, bin dann gleich durch, aber das Beispiel Schweden zeigt, wenn man diese Pull-Faktoren ausschaltet, wenn man die Aberkennung des Asylstatus erleichtert, ja, und wenn man ihn vor allem befristet, dann führt das dazu, dass die Leute auch freiwillig wieder nach Hause fahren. Ich mache das jetzt, ich komme zum Punkt. Dass die freiwillig wieder nach Hause fahren. Regiert, kommt die Festung Österreich, das ist ja auch das, was ihr plakatiert. Na, und er stellt eine Brandmauer auf, ne? Das ist eine Festung gegen Brandmauer, oder wie? Okay, Festung gegen Brandmauer, ganz kurze Replik noch. Ja, 2 Sachen würde ich gerne replizieren. Das eine ist, was die Arbeitszeit Kürzung betrifft. Ja, der Herr Hafenecker will das nicht, nehme ich zur Kenntnis. Ich war vor einiger Zeit in einem Bergbaubetrieb, wo härteste Arbeitsbedingungen herrschen und wo Unternehmen und Mitarbeitervertretung gemeinsam
Sie entschlossen haben, Arbeitszeit zu verkürzen. Ich werde Ihnen ausrichten, der Herr Hafenecker will das nicht. Also Sie müssen weiter 38,5 arbeiten, was die Bergleute freien wird. Und das Zweite, was Festungen betrifft, sieht man im Mürztal und im Murtal nicht Furche. Das ist ein wunderschönes Tal, um das auch mal zu sagen. Relativ schön, alles Ruinen. Das ist, bleibt über von Festungen. Sehr schreckliche Lebensbedingungen, du bist eingesperrt drinnen. Es ist sehr wenig lebenswert. Und am Ende von jeder Festung in der gesamten Menschheitsgeschichte sind immer nur Ruinen überblieben. Und ich will keine Ruinen, ich will ein blühendes Land. Kollege Leichtfried, aus einer Festung kann ich wieder rausgehen. Sie wechseln das mit einem Gefängnis. Ja, genau. Wenn man die Zugbrücke aufmacht, kann man jederzeit herausgehen. Aber man ist drinnen geschützt. Mhm. Das ist der Unterschied. Sie reden von einem Gefängnis. Ja, wie gesagt, blühende Länder sind wir lieber als Ruinen. Danke, Jörg Leichtfried. Danke, Christian Hafenegger. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.